wir als Stadt Cottbus-Roschebus, wir sind ja nicht direkt Veranstalter, aber beteiligt natürlich am Fest. Und wir freuen uns, dass wir wieder das Sorbisch-Wendische Fest haben als Ausdruck unserer zweisprachigen Stadt hier in der Lausitz. Das wird also wieder ein schönes Event am Sonnabendnachmittag. Und am Sonntag ab Mittag dann die internationale Meile Cottbus Open im Park an der Puschkin-Promenade, wo es verschiedene Mitmachstände gibt, verschiedene Informationsstände, international natürlich, gemeinsam mit der BTU Cottbus-Senftenberg. Und vor allen Dingen, da warten immer viele drauf, die S-Meile an 10, 12 unterschiedlichen Standorten, wo man mal den Gaumen kitzeln lassen kann und mal durchaus neue Genüsse, neue Aspekte des Essens kennenlernen kann. Und gibt es denn für die Besuchenden irgendwas Besonderes zu beachten in diesem Jahr? Irgendwelche bestimmten Einlässe oder irgendwie Regelungen? Also zu beachten ist, dass man gute Laune mitbringt, dass man friedlich bleibt. Zu beachten ist natürlich beim Fest dieser Größenordnung, dass es Verkehrseinschränkungen geben muss. Es sind verschiedene Parkplätze gesperrt als Veranstaltungsflächen. Insofern ist die dringende Empfehlung, entweder mit der Straßenbahn zu kommen, mit dem Bus, mit dem Fahrrad oder zu Fuß. Das ist am einfachsten, das Auto am besten stehen lassen. Das ist ohnehin insgesamt gesünder. Man bewegt sich, ist an der frischen Luft. Das sollte man also durchaus beachten. Und ansonsten gelten die Regeln, die man so im normalen Umgang miteinander hat. Also man belästigt niemand, man trinkt nicht zu viel Alkohol und genießt die Zeit und lässt auch andere alles genießen.